Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Köln. Ich werde jetzt diesen K2 ummogeln, zwar zum Abtransport von Sojabohnen. Der Anhänger geht dafür nicht, dafür müssen wir mal einen auskippen. Dann werden wir den Anhänger nehmen, der jetzt aktuell bei den Kühen ist. Das Futter einmal auskippen, den Rest. Und dann werden wir gleich mal sehen, dass wir da auf 47 einen Unfall haben. Aktuell sind ja zwei Fahrzeuge unterwegs, wenn wir abfahren. Der Hechtelgut ist leider verarbeitet langsam. Das heißt, es dauert ein bisschen. Ich kann mal kurz schauen, den LKW wegkriege. Steht nämlich im Weg. Ich muss den nämlich abgreifen, weil der wäre sonst ein paar Meter gefahren und da steht er im Stau. So, den LKW werden wir ein bisschen abseits hinstellen. Den will ich so als Outdrive-Abfahrer nicht einsetzen, weil in Kurven ist der ein bisschen zu groß, zu schwer und so. Bringt ja nichts, ne? So. Und er würde im Prinzip da nicht klarkommen. Abfahren auf dem Feld, das würde klappen, aber das andere klappt nicht. Der erste schon leer gemacht, das klappt. Wir müssen hier noch einen Anhänger nehmen, ne? Später sind wir nächste Gut, was wir hier drin haben, auch noch anderweitig verarbeiten, ne? Ist ja leider so. Und den Anhänger stellen wir erstmal weg. Da geht viel rauf, ne? Hat man ja gesehen. Den werden wir hier also reinstellen erstmal. Wir müssen nur sehen, dass wir jetzt einen anderen herkriegen, ne? Also so. Gleich wieder laufen zu den Kühen. Weil das nämlich sein muss. Ups, dunkel. Hier geht nichts rein. Hier ist ja Mischfutter. Gucken wir ganz kurz. Der arbeitet auch noch fleißig. Da können wir auch noch was. Ein bisschen mehr noch brauchen, ne? Also ist das nicht. Ich kann da nicht komplett leer machen. Ne? Lieber würde ich 100.000 verschenken, als ich 100.000 nicht habe und entsprechend dummerweise dann was verschenken würde. Oder könnte auch abfahren normalerweise. Ne? Der könnte auch. Feldnummer 47. Modus Drescher Ablan Belan 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 Ablan Voller Markt. Hier wird kein Kurs sein. Nicht leer. Und doch noch zum Lager fahren. Der kann nämlich genauso gut fahren, der macht nur bloß 53 km/h oder andersrum schneller. Muss mir irgendwann mal eine Flotte hier aufbauen mit schnellen Fan-Traktoren. Besser für die Ernte. Bei der Aussaat ist es egal, aber bei der Ernte ist es ganz gut, wenn die Fahrzeuge ziemlich zügig zurück zum Feld kommen, ne, und zum Lager entsprechen. Ne. Und jetzt fahren wir gleich Richtung auf Feld Soja, da Feld Soja, auf Feld 47 sind da zwei Dretter und müssen wir schauen, Fernmeter wird noch nicht frei sein. Der fährt dahin, passt. Hier läuft das. Gut. Hier auch. Oder hier nichts erntet, ne?
Wieso nicht? Wieso esse er nichts? Das muss ich nicht verstehen. Steck mal einen drauf. Hier ist noch der Rapshorn vom letzten Jahr. Warum erntet er nichts hier? Das ist eine gute Frage jetzt, ne? Lustig. Beziehungsweise nicht lustig. Ist dann wieder feucht geworden oder was? Da geht's weiter mit der Ernte. Frage, sehr gute Frage. Er müsste eigentlich daran aufgehört. Schauen wir, was er vorne macht, ne? Und da auch wieder so ein Mist baut. So. Kann ich irgendwas Menü reparieren? Das kann ja sein, dass nein. Gut, der macht leer. Und dann werden wir immer los. Wir starten am ersten Wegpunkt, ne? Probieren wir mal von vorne. Tank ist noch drin. Lass mal direkt fahren. Wenn ich gerade berechnet, es lag gerade sehr kräftig. Immer eine neue Berechnung hier. 42 rundherum. Wir sind jetzt mit die Ente gefahren, ne? Das ist komisch. Muss ich nicht verstehen. Gut, lass mal die erste Runde, ist ja eh nicht, so viel, nicht allzu viel passiert, ne? Von daher ignorieren wir das mal ganz kurz. So, da. Ah, da habe ich einen zweiten hergeschickt. Dunkel gefällt mir die Ernte auch nicht, aber was soll's, ne? Dann laut Seasons. Gucken wir mal ganz kurz im Wetterbericht. Meldet er
0 Uhr Regen. Und dann kommt sogar kalt. Und dann wird das nichts mehr trocken hier. Tiere, so, Milchhof. Futter ist ausreichend. 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 Schweine haben wir nicht. Gott sei Dank auch. So. Dann fährt der Anne gerade da vorne hin. Wieso müsst du hier vorne anfangen? Du kommst nicht weiter, weil der andere steht im Weg, ne? Das ist nicht das Paradox jetzt dabei, weil der erste nicht steht, kann der zweite nicht fahren. Aber der zweite unterwegs, wo ist er? Da ist einer. Richtig Feld. Jo. Wir versuchen bis 0 Uhr alles abgehen zu haben. Dass wir hier keinen Strom kriegen, ne? Sonst wäre das ärgerlich bei Regen weg wäre, ne? Also das wäre doch halt so, ne? Welches man natürlich Getreide entsprechend die Sojabohnen reinkriegen, ne? Also die Hauptfrucht. Stroh wäre in dem Fall ja eine Nebenfrucht, also nicht ganz so dramatisch. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Hinweis in eigener Sache heute Abend. Das Livestream. Ich habe Spätschicht, 20 Uhr. 20 Uhr, früher geht's nicht. Und da kommt dann die Marsch, weil das mache ich jetzt immer im Wechsel. Die Karte, die ich als zweites aufnehme, immer dann wird vielleicht nächstes Mal als nächstes Mal genommen für ja, so wird das nichts, ne, Kollege, du. Ne, entsprechend immer in Abwechslung. Immer dann, wenn ich eine gestreamt habe, nehme ich dann gleich 9 Folgen auf. Mehr oder weniger in Anschluss. Und dann eher den weiteren Vorlauf, dann die 5 für die nächste Karte. Und dann am Freitag, Nachmittag oder abends. Oder ja, abends dann die zweite Folge. Ich überlege mir, ob ich heute einen Baum, ne? Den Baum mag er nicht. Aber am Feldrand sind immer Bäume. Greifen wir hier mal so ein. Ja, wertvolle Sojabohnen wahrscheinlich. Mal sehen, am besten noch einen Marsch kaufen, denke ich mal, weil da. Weil ich aktuell bessere Preise kriege, ne? Ob das über den globalen Markt sich rentiert oder einkaufen, ist aber dahingestellt, ne? Aber Hauptsache ich krieg's überhaupt verkauft, ne? Verarbeiten kann ich es noch nicht. Von daher wird es wird's anderweitig verwertet, ne? Normal. Anderweitig entsorgt, kann man sagen, ne? Ich kann es auch hier noch verkaufen, mal sehen, also einfahren globalen Markt heißt ja nicht, dass ich das gleich dort verkaufe, ne? Sondern, wie das läuft.
Hier ist der andere. Läuft auch. Das ist die Milch. Können wir ihn lassen. Den brauchen wir aktuell nicht. Uhrzeit 15. K2. Ja, den brauchen wir auch nicht. Das geht dann nur für Häckselgut oder Gras. Der ist leider voll, ne? Der wird auch nicht leer werden, ne? Ich werde manche mal entlassen. Die blockieren nur das System hier. Ist ja leider so, ne? Also da, ja, die warten ein bisschen, ne? Drei Abfahrer haben wir ja jetzt mittlerweile. Hier, und ich bin gespannt jetzt, was hier der Grund war. Das weiß ich jetzt nicht. Da eine andere Frucht drin war, dass der Steinzweck gesagt hat, nö, nimm nicht mehr auf. Aber normalerweise, ja, das kann sein. Dass der Raps war nicht reif. So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Mal eine normale Folge. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen. Na, tschüss, ciao. Ja, morgen, Samstag, geht's hier weiter. Mit Soja und ja. Also, die Lage ist ja fertig, ne? Im Glück auch, ne? Da müssen wir Gedanken machen, ja, wegen Abfahren. Aber da muss man isolieren. Das dauert noch eine Weile und mindestens ein, zwei Tage. Also, brauchen wir, ne? Kleinen Anhänger nehmen für den globalen Markt oder für oder am besten für gleich für die BGH. Geld kassieren hier in Thüringen. Und tschüss, liebe Winke, bis dann und ciao und bis zum, ja, bis morgen. Tschüss.